Die tüchtigen Menschen unseres Landes klagen an, dass sie an den wichtigsten Entscheidungen nicht beteiligt werden, dass sie faktisch entmündigt werden bei der Frage, ob Deutschland nun Einwanderungsland sein soll oder nicht, ob es eine EU-Osterweiterung geben soll oder nicht. Ich besuche gelegentlich meine Freunde in Polen und habe auch schon mal die polnische Ostgrenze bis zur polnischen Westgrenze bereist und festgestellt, dass die Infrastruktur doch sehr viel mehr im Argen liegt als in der ehemaligen DDR von 1989. Ja, deswegen stellt sich die Frage für den Bürger, wie teuer wird das? Werden wir uns dadurch als Hauptnettozahler der Europäischen Union endgültig ruinieren oder schaffen wir es gerade noch? Aber der Bürger wird nicht gefragt. Er wird nicht gefragt, er hat keine Alternative und deswegen muss es in solchen Fragen wie in anderen europäischen Nationen üblich endlich so etwas geben wie Volksabstimmung in wichtigen Fragen. Die tüchtigen Bürger dieses Landes klagen darüber hinaus an, die Mitglieder auch dieses Hauses, die sich durch schwarze Kassen bereichern, die Korruption betreiben, Korruption beispielsweise auch in Nordrhein-Westfalen bei der Vergabe von Müllverbrennungsanlagen, die Namen Trinikens und Wienand sind zu einer traurigen Berühmtheit erlangt. Und sie klagen auch an die Bonusmeilenmentalität, meine Damen und Herren, die ja schon der ein oder andere hier kennengelernt hat. Die Menschen dieses Landes, die tüchtigen Menschen, die jetzt nicht verstehen können, warum die Flutkatastrophe nicht durch Rücklagen finanziert werden kann, die klagen auch an, dass ein Strafvollzugsgesetz in den 70er Jahren geschaffen worden ist, welches am menschlichen Wirklichkeit vorbeigeht, da ja bekanntermaßen nicht jeder Mörder, Vergewaltiger und Räuber resozialisierbar ist. Ein Strafvollzugsgesetz, welches dazu geführt hat, dass jeder Kriminelle, jeder Verbrecher einen Anspruch auf eine Einzelzelle hat. Das erklären Sie mal den Leuten auf der Straße, die sich als AOK-Patienten ihr Krankenzimmer mit anderen Kranken teilen müssen. Das erklären Sie mal den jungen Wehrpflichtigen, die sich ihre Stube mit anderen Wehrpflichtigen teilen müssen. Das erklären Sie mal den Menschen auf der Straße, dass im hessischen Walterstadt eine Strafanstalt für 400 Gefangene für 300 Millionen Mark gebaut worden ist, mit Schwimmbad und sonstigen Komfort. Das erzählen Sie doch mal, gegen jedes bessere Wissen durch ideologische Verblendung begünstigt. 3.000 Euro kostet jeder Haftplatz pro Monat. Das hat mit der Flutkatastrophe zu tun, dass die Kassen in Deutschland jetzt leer sind und wir deswegen nicht in der Lage sind, die Flutkatastrophe zu bekämpfen, zu sanieren mit Mitteln, die eigentlich in Hülle und Fülle vorhanden sein müssten, angesichts der tüchtigen Bevölkerung, die sich abrackert. Dafür müsste das zur Verfügung stehen. Die tüchtigen Menschen, die klagen auch Herrn Gerd Schröder an, dass er überhaupt zur nächsten Wahl noch mal antritt, obwohl er gesagt hat, wenn es ihm nicht gelinge, die Arbeitslosenzahlen auf unter 3,5 Millionen zu senken, dann habe es nicht verdient, wiedergewählt zu werden. Wie kann jemand, der so etwas formuliert, jetzt die Unverschämtheit besitzen, hier wieder anzutreten? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das auch vor dem Hintergrund, da schiebt das ja gerne auf weltwirtschaftliche Faktoren, das habe ich ja auch schon begriffen, das vor dem Hintergrund, dass er seine Politik der ruhigen Hand hätte bloß einschlafen lassen müssen und es wären automatisch die Arbeitslosenzahlen auf unter 3,5 Millionen gesunken. Denn demografisch wäre das zwangsläufig der Fall gewesen. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren 600.000 mehr ältere Arbeitnehmer, die sie pensioniert worden sind, als Neuzugänge. Allein aufgrund dessen wäre ohne Zutun des Kanzlers ein Abbau der Arbeitslosigkeit möglich gewesen. Der Kanzler hat Arbeitsplätze in Millionenhöhe gezielt vernichtet. Und zwar durch 4 Maßnahmen hat Bundeskanzler Schröder mit seinen Grünen und Roten etwa 1 Million Arbeitsplätze völlig ohne Not vernichtet. Erstens durch die Abschaffung der sogenannten 630-Mark-Jobs. Zweitens durch eine völlig unsinnige Regelung zur Scheinselbstständigkeit. Drittens durch eine wachstumsfeindliche Ökosteuer und viertens durch eine Ausweitung des Kündigungsschutzes. Das hat 1 Million Arbeitsplätze gekostet. So einfach ist es, meine Damen und Herren, aber es war Ihnen der Spaß offenbar wert. Auch dadurch sind enorme Kosten angefallen,
nämlich diese Differenz zwischen 3,5 Millionen und 4 Millionen zu finanzieren, Geld, das natürlich jetzt fehlt. Jetzt fällt ihm wieder nichts Besseres ein, als angesichts dieser nationalen Katastrophe die Steuern zu erhöhen. Es ist Herr Senator, kein Ihre Geld. Angemeldete Redezeit ist abgelaufen. Ich bitte Sie, zum Schluss zu kommen. Es ist kein Geld mehr vorhanden für die Fluthilfe. Es ist kein Geld vorhanden für Basisinnovation, um die uns die ganze Welt beneidet. Ganz tolle Leistung der Ingenieurkunst, um nur den Transrapid zu nennen. Der wird jetzt, weil in Deutschland kein Geld mehr vorhanden ist, in China gebaut. Deutschland ist letztendlich herabgewirtschaftet worden. Wir haben die tüchtigsten Menschen, ohne Zweifel, aber sicherlich die unfähigsten Politiker. Und nun möchte ich noch eine Sache hinzufügen. Und die betrifft die Frau Präsidentin. Ja, Menschen in Not, die müssen darauf vertrauen können, dass jedenfalls im Bundestag, dem höchsten deutschen Parlament, alles mit rechten Dingen zugeht. Hier in diesem höchsten deutschen Parlament. Es tut mir leid, ich muss Ihnen jetzt das Wort entziehen, es hat keinen Sinn. Nun ist es genug. Nun gehen Sie mal vom Rednerpult, denn Ihre Redezeit ist abgelaufen. Gehen Sie mal vom Pult jetzt, sind wir fertig? Doch fertig. Wir gehen jetzt mal runter. Hier gehen wir jetzt da weg. Sie gehen nicht da weg. Sie haben eine Redezeit von 15 Minuten angemeldet, die haben Sie weit überschritten, deswegen darf ich Sie bitten, das Rednerpult zu verlassen. Ich weise darauf hin, dass Herr Innensenator Mitglied des Hamburger Senats ist und hier als solcher auch als Mitglied des Hamburger Senats spricht. Ich glaube, ich lasse Ihnen nur ein Schlusswort und dann gehen Sie bitte vom Pult. Ich entziehe Ihnen sonst das Wort. Nein, ja. Also bitte sehr, Sie haben die Möglichkeit zu einem Schlusswort. Ich bin mit großem Vertrauen hier in den Bundestag gekommen und musste feststellen, dass hier die Verfassung mit Füßen getreten wird. Ich hatte mein Rederecht nach Artikel 43 Absatz 2 des Grundgesetzes rechtzeitig angemeldet, und zwar unter Zeugen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte darauf hinweisen, dass Herr Schill Mitglied des Senats, der Hamburger Freien Hansel Hamburg ist und als Regierungsmitglied hier sprechen durfte. Er hat nach § 43 Recht auf jederzeitiges Gehör. Das heißt aber nicht, dass er hier hinhüpfen kann und dann sprechen kann, wenn es ihm passt, sondern wenn es in den Tagesordnungspunkt, zu dem er gehört werden will, hineinpasst. Und deswegen haben wir den Ablauf so gewählt, dass auch die anderen Mitglieder von Bundesrat und Bundesregierung, die auch einen Anspruch auf jederzeitiges Gehör haben, zu Wort gekommen sind. Und dann gebe ich zu, habe ich nicht zugelassen, dass nur Mitglieder der Bundesregierung und des Bundesrates sprechen und die Fraktionsvorsitzenden der Fraktionen erst in der zweiten Runde drankommen. Ich fand, jederzeitiges Gehör ist damit auch für Herrn Schill gewahrt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nun nimmt das Recht auf jederzeitiges Gehör Herr Wirtschaftsminister Werner Müller in Anspruch. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gestatten Sie, dass ich doch eben noch eine Vorbemerkung mache. Sie haben, Frau Präsidentin, darauf hingewiesen, dass das Bundesland Hamburg das Recht hier hat zu reden. Das wird ja nicht bestritten. Nur die Frage, ob Hamburg für so eine Rede hier angemessen sich äußert, die wird man stellen dürfen. Und es liegt auch an den Wählerinnen und Wählern am 22. September, dafür Sorge zu tragen, dass solche Reden, die in der langen Geschichte dieses Hauses hier nicht gehalten wurden, eine einmalige Entgleisung bleiben.